So, jetzt probieren wir es dieses Mal mit Ton, nachdem ich gerade losgestartet habe ohne, beziehungsweise mit dem falschen Mikrofon. Und danke für die Hinweise. Hallo zusammen und frohes Jahr 2019. Mein Name ist Shalia Stevens und ich bin der virtuelle Coach von shaliastevens.com. Für diejenigen, die mich nicht kennen, ich unterstütze Experten und Solopreneuren dabei, ein Business aufzubauen, das sie lieben und von dem sie sehr gut leben können. Und das vor allem auf eine sehr entspannte Art und Weise zu schaffen und von innen nach außen zu gestalten, auf die eigene innere Weisheit zu bauen und dem eigenen inneren GPS zu folgen. Und 2019, ja, wie wird das sein? Also ich schaue um mich herum in letzter Zeit, vielleicht hast du das auch überall gesehen. Es gibt viele Menschen, die machen einen Rückblick, was habe ich gelernt in 2018 und was habe ich vor in dem kommenden Jahr. Es gab, glaube ich, sogar einen Blogparadenaufruf von Marit Alke dazu. Und sie hat einen schönen E-Mail-Newsletter dazu geschrieben. Ich habe mit ihr auch vor der Weihnachtsferien darüber gesprochen, wo sie steht und was sie vorhat. Und das ist so schön mitzubekommen. Und ich wollte dem auch gerecht werden auf eine gewisse Art und Weise. Und ich habe mich hingesetzt und wollte das aufschreiben. Habe das sogar gemacht im Rahmen einer Aktion von Angelika Buchmeier. Hallo Angelika, falls du heute oder später zuhörst. Aber ich bin heute auf folgenden Punkt gekommen und ich habe gedacht, ich teile das mit dir, weil es dich vielleicht auch interessieren könnte. Es ist nämlich die Idee von purem Potenzial. Und zwar, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe in den letzten Jahren sehr viel Wert darauf gelegt, mein kommendes Jahr zu planen. Ich habe Pläne geschmiedet, ich habe überlegt, welche Programme ich anbieten, um gewisse Umsatzziele zu erreichen. Ich habe einiges einfach an strategischen Überlegungen angestellt in meinem Business. Und ich wusste jedes Jahr relativ klar ab Januar, was ich mache, mit wem ich wahrscheinlich arbeite und so weiter und so fort. Das war eigentlich alles ziemlich klar, bevor das Jahr überhaupt angefangen hat. Jedenfalls, welche Richtung ich marschieren wollte. Hallo Christiane, hallo Indra, danke auch Hinweis für den Ton, wo es ein Problem gab. Das hätte ich sonst ohne deinen Hinweis nicht mitbekommen. Und dieses Jahr habe ich gedacht, es ist einfach anders. Ich kann das nicht wie in den vergangenen Jahren rückblickend anschauen und vorwärts guckend sagen, auf der alten Art und Weise, wie ich es immer getan habe. Und zwar Folgendes interessiert mich viel mehr. Dieses pure Potenzial. Das ist mein persönliches Plan oder mein persönlicher Plan für 2019. Schau, hinten ist nichts drauf und vorne ist nichts drauf. Und hier stehen auch keine Rückblickpunkte und so weiter. Und der Grund ist einfach, weil wenn ich wirklich tief in mich spüre und gucke, was mich reizt und interessiert aktuell, es ist die Frische. Frische Gedanken, neue Erkenntnisse, neue Ideen, von denen ich noch gar keine Ahnung habe, was sie sein werden. Nicht, dass die Erkenntnisse von 2018 nicht wichtig waren. Die waren in dem Moment, wo sie gekommen sind, für mich wesentlich. Und ich habe sie in den Momenten mit allen Leuten geteilt, wie verrückt, die in meinen Programmen waren oder die mich auf Facebook oder sonst wo gefolgt haben. Aber diese haben keine so hohe Relevanz für mich, vorwärts gehen, weil wir als Menschen einfach in jedem Augenblick pures Potenzial in dem Moment sind. Ich habe die Fähigkeit, in dem nächsten Moment irgendwas Neues zu sehen, irgendwas Neues zu denken, irgendwas Neues zu tun. Und das reizt mich zurzeit. Und das war früher für mich ein absolutes Angstfeld, wenn man so will. Also quasi das Unbekannte, nicht zu wissen, was kommt, was einem erwartet, hat mir riesen Angst gemacht. Warum? Das fühlte sich nicht sicher an. Ich wollte es klar haben. Ich wollte
ich wollte es kontrollieren und bändigen, wenn man so will. Und vor kurzem in September oder Oktober habe ich in einem meiner Mentoring-Calls mit Michael Neal irgendwas gehört, was er gesagt hat, nämlich die Idee, dass für ihn das Unbekannte genau der Ort ist oder der Zustand, an dem er das Prickeln spürt. Das ist wirklich so eine Spielwiese, wo er sagt, boah, das ist spannend, wenn er nicht weiß, was kommt. Da wird es richtig interessant. Und ich spürte in mich hinein und dachte, ich bin davon weit entfernt. Wenn was Unbekanntes dort ist, fängt genau bei mir das Prickeln in die andere Richtung an, dass ich das festschnüren möchte mit Klarheit darüber, was ich mache, um diesen Gap zu schließen. Und es machte mich aber neugierig und ich dachte, was wäre, wenn auch das für mich möglich wäre, so ein Prickeln in eine positive Art und Weise zu spüren, wenn es um das Unbekannte geht. Und ich weiß nicht wie, weil ich habe nicht darüber nachgedacht, ich habe nicht daran gearbeitet, ich habe mit niemandem darüber gesprochen. Und doch, ich stehe hier am 7. Januar mit diesem leeren Blatt und das pure Potenzial für das Jahr 2019. Ich habe eine grobe Umsatz-Zielsetzung, that's it. Aber ich weiß nicht, wie ich das Geld verdienen werde. Ich weiß nicht, welche Programme ich anbieten werde. Ich weiß nicht, welche Marketingaktivitäten damit einhergehen. Ich weiß nicht, welche Leute an Bord kommen und nicht an Bord kommen. Die einzigen Leute, mit denen ich weiß, die ich zusammenarbeite, sind mein Team und die Kunden, die bereits an Bord gekommen sind in 2018, die ich weiter mit voller Liebe und Unterstützung auch helfen werde in ihrem, auf ihrem Weg zu einem erfolgreichen Business oder einem noch erfolgreicheren Business. Aber mehr weiß ich nicht. So, that's it von meiner Seite. Mehr wollte ich gar nicht dazu sagen. Ich fange dieses Jahr mit diesem puren Potenzial an und ich fühle das Prickeln in mir, das Unbekannte, das nicht zu wissen, was kommen wird. Und das fühlt sich für mich frisch an, wie wenn du einen neuen Mann oder eine neue Frau kennenlernst und man sich begegnet und man hat keine Ahnung, wer sie sind, wie die Chemie sein wird, was man miteinander unterhalten wird oder sich unterhalten wird oder tun wird. Es ist wirklich so ein neuer Liebhaber, wenn man so will. Und das fühlt sich einfach mega gut an. Ich werde dich, euch auf dem Laufenden halten, wie das weitergeht. Und mich würde natürlich interessieren, wie ist es für dich? Fängst du, wie ich, in den vielen letzten Jahren das Jahr an mit Plänen und Strategien? Das ist durchaus auch sein Weg. Das eine ist nicht richtig und das andere falsch oder umgekehrt. Oder fängst du, wie ich, mit einem leeren Zettel an, mit diesem puren Potenzial, alle Möglichkeiten, die noch kommen, die man noch gar nicht sehen kann. Schreib mir einfach mal in den Kommentarbereich. Lass mich wissen, wie du das angehen möchtest. Und ich wünsche dir einfach einen grandiosen Start in den Tag, einen grandiosen Start in diese Woche und in diesen Monat und in das neue Jahr 2019. Bis demnächst wieder online. Bis dahin. Tschüss zusammen.